Bei der Parlamentswahl in Bulgarien ist die rechtskonservative Partei von Regierungschef Borissow erneut stärkste Kraft geworden. Nach Auszählung von fast der Hälfte der Stimmen kommt sie auf gut 24%. Neben ihr dürften 6 weitere Parteien ins neue Parlament einziehen, unter ihnen 3 Protestparteien. Die Regierungsbildung wird voraussichtlich schwierig. Borissow schlug vor, eine Expertenregierung zu bilden. Mit diesen Schlagzeilen wachten die Menschen in Bulgarien heute Morgen auf. Die Hauptbotschaft: die Regierungspartei von Premier Borissow braucht einen Koalitionspartner und Slavi Trifonov hat den Schlüssel für die nächste Regierung in der Hand. Der ehemalige Fernsehmoderator Slavi Trifonov ist der Überraschungssieger. Mit seiner Anti-Establishment-Partei kam er auf Anhieb auf Platz 2 und wäre rechnerisch ein Partner. Premier Borissow bleibt trotz Verlusten stärkste Kraft. Seine Anhänger feierten. Borissow wirbt für eine Expertenregierung. Ich schlage euch Frieden vor, lasst uns Experten einsetzen, die bis Dezember die Verantwortung übernehmen. Im Parlament sind jetzt 7 Parteien vertreten. Die Lage ist schwierig, auch weil viele nicht mit Borissow koalieren wollen, da sie ihm Korruption vorwerfen. Die Meinung auf der Straße geteilt. Es sollte eine Veränderung geben, denn Borissows Partei hat angefangen, sich über die Leute lustig zu machen. Ich bin total erstaunt über den Erfolg von Slavi, aber ich denke nicht, dass er sich sehr von Boyko Borissow unterscheidet. Die Ergebnisse sind genauso, wie sie sein müssen. Es wird Abwechslung im Parlament geben. Erwartet wird jetzt, dass Premier Borissow wieder mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Doch sollte es keine Koalition und auch keine Expertenregierung geben, müsste erneut gewählt werden.